Damit wir gemeinsam über mögliche Einsatzkonzepte diskutieren können, erkläre ich dir heute die Grundlagen aller schwimmenden Körper, wem wir diese Grundlagen zu verdanken haben, und wir schätzen mit einfachen Modellen ab, was passiert, wenn wir das Starship voll betankt auf die Halbtaucher stellen. Am Ende schauen wir uns noch eine typische Einstellungsfrage von Elon Musk an Jobbewerber zu dem Thema an. Also dranbleiben. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da, und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Es ist ja schon ganz schön frech. Ohne genaue Daten zu haben, stellen Christian und ich uns hin und sagen, naja, wir können uns das nicht so ganz vorstellen, dass das mit den ENSCO 8500 so funktionieren kann. Ja, wenn wir eins von SpaceX und Elon Musk gelernt haben, dann, dass alles, was physikalisch möglich ist, auch umsetzbar ist. Das ist ein unglaublich bestechender Ansatz. Finde das grundlegendste Problem, löse das mithilfe der Physik, und wenn etwas nachweislich physikalisch möglich ist, finde einen Weg, es technisch umzusetzen, was dann meistens ja dann nur noch eine Frage des Geldes ist. Können wir uns das hier auch zunutze machen? Was ist das grundlegendste Prinzip bei der Fragestellung, ob ein Starship von einem der ENSCO 8500 Halbtaucher starten könnte? Naja, haben die Dinge eigentlich genügend Tragkraft, um ein vollbeladenes Starship plus Booster zu transportieren? Das ist vermutlich eines der ältesten Transportprobleme der Menschheit. Wie viel Gewicht kann ich in meinem Boot transportieren, bevor es untergeht? Und genau für dieses Problem kann jedes Kind in der Badewanne mit einem Spielzeugschiff und kleinen Gewichten selbst spielerisch eine Intuition entwickeln. Wenn du ein kleines Kind zu Hause hast, dann nehmt euch doch mal ein Stück Knete. Wenn ihr das als Klumpen in die Badewanne legt, wird es sinken. Wenn ihr daraus aber eine Schale formt, wird das gleiche Stück Knete plötzlich schwimmen. Warum das so ist, das ergründen wir heute. Und Badewanne ist da das perfekte Stichwort, denn die erste wissenschaftliche Abhandlung, die wir zu dem Thema kennen, hat etwas mit einer Badewanne zu tun. Vor etwa 2000 Jahren soll im alten Griechenland Archimedes durch ein Bad zu der Lösung eines Problems gekommen sein. Die Legende besagt, dass der König von Syrakus, Chiron II., seinem Goldschmied nicht traute und Archimedes damit beauftragte, herauszufinden, ob seine Krone denn wirklich aus reinem Gold ist. Ja, der Verdacht war, dass die Krone innen mit billigem Material gestrickt wurde. Klar, der König bekam eine Krone, die angeblich aus reinem Gold ist. Die wurde natürlich bei der Ablieferung mit Gold aufgewogen. Wenn jetzt in der Krone innen drin aber gar kein reines Gold ist, dann wäre der Materialpreis, den der Goldschmied angesetzt hatte, natürlich Betrug. Natürlich sollte die Krone bei Archimedes Experiment nicht zerstört werden. Die Legende sagt nun weiter, dass Archimedes zu der Lösung des Problems bei einem Vollbad gekommen ist. Das wird jetzt mein Papa absolut nachvollziehen können. Der sagt nämlich immer, dass ihm seine besten Ideen in der Badewanne kommen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an meine Eltern. Aber zurück zu Archimedes. Archimedes' Wanne war wohl vor dem Bad etwas übermotiviert gefüllt. Und so schwappte die Wanne massiv über, als Archimedes in die Wanne stieg. Das soll ihm dann geistesblitzartig die Lösung vor Augen geführt haben. Die Legende sagt weiter, er wäre dann splitterfasernackt durch die Stadt gelaufen und hätte "Eureka, ich hab's gefunden!" gerufen. Also Papa, bitte bei deinem nächsten Geistesblitz nicht nackt durch die Stadt laufen. Okay, aber was war jetzt die Lösung und was hat das mit den Schiffen von SpaceX zu tun? Die Lösung war, die Krone in ein maximal gefülltes Gefäß zu geben und das überlaufende Wasser abzumessen. Diese Menge an Wasser konnte man dann mit der Menge an Wasser vergleichen, die ein massiver Goldbarren in dem gleichen Gefäß überlaufen lässt. Und siehe da, aus dem Gefäß mit der Krone lief mehr Wasser als aus dem Gefäß mit dem Goldbarren. Wie kann das jetzt sein, wenn die Krone doch genauso schwer ist wie der Goldbarren? Ja, das hat mit der Dichte zu tun. Gold ist ein sehr schweres Element. Ein 1 Liter Tetrapack voll Gold wiegt ganze 19,3 Kilogramm, während das gleiche 1 Liter Tetrapack mit dem nicht gerade leichten Blei nur 11,34 Kilogramm wiegt. Wo wir gerade dabei sind, was wiegt 1 Liter Wasser nochmal schnell? Genau, 1 Kilogramm. Was wäre zum Beispiel leichter als Wasser? Ja, Mineralöl zum Beispiel, das wiegt 0,9 Kilogramm auf 1 Liter. Deshalb hat man ja auch nach Ölkatastrophen diese großen Teppiche, weil das Öl auf dem Wasser schwimmt. Aber zurück zum Gold. Der Goldbarren ist also bei gleichem Gewicht deutlich kleiner gewesen als die Krone. Damit die Krone und der Goldbarren aber Platz in dem Wassergefäß haben, muss Wasser aus dem Gefäß laufen. Klar, Gefäß voll Wasser, kein Platz für Gold. Gold im Gefäß, weniger Platz für Wasser. Dafür gibt es auch ein schönes Fachwort, nämlich Verdrängung. Okay, also Goldschmied tot, König zufrieden, Ende der Geschichte. Was hat das jetzt mit SpaceX zu tun? Neben dieser hübschen kleinen Geschichte hat Archimedes eine ganze Abhandlung über Schwimmen und Tauchverhalten von Körpern geschrieben. Und so ist nach ihm das archimedische Prinzip benannt. Das archimedische Prinzip sagt, dass der Auftrieb, also die Kraft, die einen Körper aufschwimmen lassen möchte, genauso groß ist wie das Gewicht der vom Körper verdrängten Flüssigkeit. Und zur Verdrängung hatten wir ja gesagt, das liegt einfach an der Form unseres Körpers.
Wenn unser Schiff 1 Kilogramm Gold transportieren soll, wissen wir, es muss mindestens ein Unterwasserschiff, so nennt man den getauchten Teil eines Schiffes, von 1 Liter haben. Denn 1 Liter Wasser entspricht genau 1 Kilogramm. Wenn wir jetzt ein Schiff haben, das aus 2 1-Liter Rümpfen besteht, ähnlich zu den Ensco 8500 Halbtauchern mit den beiden Pontons, und ich wieder 1 Kilogramm draufstelle, was wird dann passieren? Ja genau, die Rümpfe werden jetzt nur halb so weit eintauchen wie vorher der eine Rumpf mit 1 Kilogramm Last. Denn beide Tetrapacks zusammen entsprechen ja einem Volumen von 2 Liter. Aber wie kommt diese Kraft eigentlich zustande? Wenn du langsam mit deiner Hand durch Wasser gehst, spürst du ja nicht unbedingt eine große Gegenkraft. Eine Flüssigkeit besteht ja aus ganz vielen Teilchen, die lose aneinander vorbeigleiten können, weshalb eine Flüssigkeit ja auch keine feste Form hat, sondern ein Gefäß benötigt, um seine Form zu halten. Was aber eine Flüssigkeit kann, ist Druck weitergeben. Das merkst du auch direkt im Schwimmbad, wenn du sehr tief tauchst. Stell dir das vereinfacht vielleicht wie viele Bälle vor. Wenn wir lagenweise Bälle in ein Gefäß füllen, dann muss jeder Ball das Gewicht aller Bälle über sich tragen und dieses Gewicht plus sein Eigengewicht an den nächsten Ball unter ihm weitergeben. Aber nicht nur in vertikaler Richtung geben die Wassermoleküle Kräfte weiter, sondern auch in horizontaler Richtung. Denn wenn die Teilchen nicht seitlich gehalten werden, würden sie ja seitlich weggedrückt werden. Bei einer Flüssigkeit ist der Druck von der Höhe der Säule an Teilchen über ihr und von der Beschleunigung auf diese Teilchen abhängig. Auf der Erde sagen wir dann einfach die Gewichtskraft, die auf alle Massen wirkt. Aber das kann auf einem anderen Planeten eine andere Beschleunigung sein. Oder denk dir den Treibstoff in einer Rakete. Wenn die Triebwerke feuern, wirkt nicht nur die Erdbeschleunigung auf die Flüssigkeit in den Treibstofftanks, sondern auch die Beschleunigung aus den Triebwerken. Das heißt, der hydrostatische Druck an der Tankunterseite ist, während die Rakete beschleunigt, viel größer, als wenn die Rakete einfach nur steht. Und da dieser Druck ja mit der Höhe der Wassersäule gleichmäßig zunimmt, das Fachwort heißt hier linear steigt, können wir an jedem Punkt in einer Flüssigkeit den Druck allein durch die Tiefe bestimmen. Schauen wir uns das mal an unserem Tetrapack-Schiff an. Der Druck an der Seite nimmt mit der Tiefe langsam zu. Wenn jetzt die Wand unseres Tetrapack-Schiffs stabil genug ist, wird sich trotz der seitlichen Kraft auf das Schiff nicht bewegen, weil ja von der anderen Seite genau die gleiche Kraft drückt. Interessant wird es jetzt an der Unterseite des Schiffs. Hier ist der Druck überall gleich, denn wir bleiben ja auf der gleichen Höhe. Das heißt, obwohl keine Wassersäule über den Teilchen unter dem Schiff steht, herrscht hier der gleiche Druck wie neben dem Schiff, weil ja die Flüssigkeit den Druck gleichmäßig weitergibt. Damit wir jetzt hier ein statisches System haben, also sich nichts bewegt, muss es eine Gegenkraft geben und die kommt aus dem Gewicht des Schiffs. Wenn die Kraft aus dem Druck unter dem Schiff und die Gewichtskraft aus Schiff und Ladung gleich ist, schwimmt das Schiff. Ist das Schiff schwerer als das verdrängte Wasser, geht das Schiff unter. Dazu kommt noch der Spezialfall, wenn ein Körper im Fluid schwebt. Das haben wir zum Beispiel bei U-Booten. Da ist dann die Druckkraft auf der Oberseite des Körpers zusammen mit der Gewichtskraft genauso groß wie der Druck unter dem U-Boot. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren übrigens auch Luftschiffe und Heißluftballons. Ich muss unbedingt mal ein Video über das Konzept von Luftschiffen auf der Venus-Atmosphäre machen. Das finde ich ein super spannendes Thema. Und ich finde die Vorstellung, auf einer fliegenden Stadt über der Venus zu leben, ähnlich wie Bespin in Star Wars, deutlich reizvoller als in einer Höhle auf dem Mars. Aber zurück zu den Halbtauchern von SpaceX, den Ensco 8500. Als Halbtaucher bezeichnet man für gewöhnlich Schiffe, die den größten Teil ihres Auftriebs deutlich unter der Wasserlinie haben. Oder auch Arbeitsschiffe, die sich temporär in diesen Zustand versetzen können, um schwimmende Last zum Beispiel aufzunehmen. Ich habe leider keine genauen Informationen zu den Ensco 8500 finden können, aber anhand der Hauptabmessungen können wir schon eine ganze Menge über die Teile und ihre Schwimmverhalten sagen. Wir wissen zum Beispiel aus dem Prospekt, dass die Pontons 95 Meter lang sind, 17 Meter breit und 7 Meter hoch. Pontons, das sind diese länglichen Schwimmkörper. Die Pontons sind jetzt mit ihren abgeschrägten Ecken nicht hundertprozentig quaderförmig, aber wenn wir wissen wollen, wie groß ihre Verdrängung maximal sein kann, ist die Annäherung als Quader für uns erstmal nicht schlecht. Wenn wir diese Abmessungen einfach miteinander multiplizieren, kommen wir auf den Volumeninhalt unseres Quaders und damit auch darauf, wie viel Wasser die Pontons verdrängen, wenn sie voll getaucht sind. Das wären jetzt etwa 11.300 Kubikmeter. Und da wir Bilder von den Dingern im Hafen und bei Überführungen kennen, wo die Pontons nicht ganz getaucht sind, wissen wir, dass die gesamte Struktur der Ensco 8500 vom Kiel bis zur Spitze des Turms nicht mehr als 2 mal 11.300 Kubikmeter Wasser entsprechen können. Da Salzwasser 2,5% schwerer ist als Süßwasser und dementsprechend die Tragkraft von Schiffen in Salzwasser auch 2,5% größer ist als in Süßwasser, können die Ensco 8500 leer maximal 23.000 Tonnen wiegen. Das Fachwort für das reine Schiffsgewicht ist übrigens Lightship Weight.
Wenn wir diese 23.000 Tonnen jetzt mit dem Gewicht eines Starships von 5.000 Tonnen vergleichen, dann kommt einem das doch relativ wenig vor. Das jetzt nicht falsch verstehen, es ist bei Schiffen durchaus typisch, dass das Leerschiffsgewicht sehr klein im Verhältnis zur maximalen Zuladung ist. Das ist ähnlich wie bei Raketen. Da bezahlt mir ja auch niemand meine Rakete, sondern nur die Transportleistung, also die bezahlte Last, die sogenannte Payload. Im Schiffbau spricht man bei dem Gewicht der maximalen Zuladung auch von Deadweight. Warum Totgewicht? Naja, früher die Seemänner waren oft abergläubisch und so ein Schiff, das hat natürlich eine Seele und sogar einen eigenen Namen, während man zu der Ladung offensichtlich keine Beziehung hatte. Das war dann das Totgewicht. Aber was wird passieren, wenn wir jetzt weitere 5000 Tonnen Gewicht auf unsere Plattform stellen? Plötzlich sind die Pontons komplett getaucht und durch tiefer Sinken können die Pontons nicht mehr Verdrängung erzeugen. Dafür tauchen jetzt die vier Ecksäulen ein. Deren Abmessungen kennen wir auch, nämlich 14 Meter lang und 15 Meter breit. Die kleine Schräge am Fuß der Ecksäulen vernachlässigen wir jetzt mal. Aus diesen Angaben können wir schon ganz gut abschätzen, wie weit die Plattform noch absinkt, wenn wir das Starship als Extragewicht auf die Plattform stellen. Denn wenn wir die 5000 Tonnen durch die Seewasserdichte teilen, wissen wir, dass wir weitere 4880 Kubikmeter mehr Verdrängung brauchen, um die vollbeladene Rakete aus Starship und Booster tragen zu können. Um aus den 14 x 15 Meter messenden Säulen so viel Verdrängung generieren zu können, müssen sie etwa 6 Meter einsinken. Das ist jetzt nicht gravierend viel. Und aus Bildern, wo die Plattform im Betrieb halb getaucht ist, scheint das auch ein plausibler Tiefgang für die Dinger zu sein. Eine spannende Überlegung, die man jetzt anstellen kann, ist, was passiert denn eigentlich, wenn das Starship beschleunigt und nach 10 Meter Weg schon zwischen 6 und 10 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit hat. Das ist mit 22 bis 35 km/h etwa so schnell wie ein schneller Fahrradfahrer. Dann ist die Plattform nämlich plötzlich 5000 Tonnen leichter und möchte die 6 Meter, die es vorher unter der Last des Starships abgesunken ist, schlagartig wieder abbauen und wieder in ein Gleichgewicht kommen. Aber hier verlassen wir die Hydrostatik und es wird dynamisch und da wird es komplex. Würde dich ein Video über Dynamik von Schiffen interessieren? Schreib mir doch einfach unter dem Video. Was passiert, wenn bei einem Schiff ungeplant plötzlich eine große Last frei wird? Das kann man auch auf mehreren Videos auf YouTube sehen. Hier hat zum Beispiel bei einem Belastungstest in Rostock der Kranhaken versagt und so wurde plötzlich eine große Menge an Energie frei, die dieses große Schiff dann verdrehen konnte. Und auch der 145 Meter Kranausleger kollidierte durch die Beschleunigung und wurde rücklinks über die Kranbasis geworfen. Leider wurden von den über 100 an Bord befindlichen Menschen 12 verletzt, aber zum Glück kam es zu keinen Todesfällen. Interessanterweise sollte bei diesem Belastungstest in Rostock ein 5500 Tonnen Ponton aus dem Wasser gehoben werden. Also ziemlich genau die Last, die auch das Starship mit Booster einmal wiegen soll. Was bei dem Kran natürlich eine große Rolle gespielt hat, war die Außermittigkeit der Last. Das hat dann ein krängendes Moment zur Folge, was dann nach dem Wegfallen der Last zu einer Gegendrehbewegung geführt hat. Sollte das Starship von einer schwimmenden Plattform starten, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es das mittig tut und so durch das Aufstellen oder das Abheben der Last kein Moment erzeugt wird. Und da sind wir bei einem Riesenthema in der Hydrostatik, nämlich krängenden Momenten, zum Beispiel aus Windlast. Wenn dich das Thema mehr interessiert, auch wenn es nur indirekt um Raumfahrt geht, dann schreib mir doch einfach unter dem Video. Ich habe eingangs angekündigt, dass ich eine beliebte Einstellungsfrage von Elon Musk, die zu unserer heutigen Folge passt, vorstellen möchte. Die Frage geht wie folgt. Du sitzt in einem kleinen Boot mit einem Stein auf einem See. Du wirfst den Stein über Bord. Steigt oder fällt der Wasserspiegel des Sees? Ich würde vorschlagen, du nimmst dir ein Blatt Papier und einen Stift und malst dir das mal auf. Eigentlich hast du in der Folge heute alles gelernt, um das Problem zu lösen. Schreib gerne deine Überlegungen und die Lösung unter das Video. Wir lösen das dann nächste Woche auf. Ich hoffe, dir hat der heutige Exkurs in die Grundlage der Hydrostatik gefallen. Wenn du auch gerne etwas über die Stabilität und die Dynamik von Schiffen erfahren möchtest, dann schreib mir einfach unter dem Video. Wenn du das und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel. Hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstart. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.